Platz 5. Frankfurt am Main. In keiner deutschen Stadt gibt es so viele Imbisse wie hier. Ein kulinarisches Fastfood-Paradies. Doch schmeckt es wirklich überall? Koch Mirko Reh macht den Test. Heute teste ich Döner. Mal schauen, was es hier so Leckeres oder nicht Leckeres gibt. Die Kriterien für Mirko Reh: Preis-Leistung, Hygiene, Geschmack und Service. Hallo, ich hätte gern Döner mit Kalbfleisch, Joghurtsoße, keine Tomate. Mit Käse, ne? Mit Käse, 7,50 €. Bedient worden bin ich ziemlich hektisch. Da war ja viel los und die wollten natürlich die Leute schnell loswerden. Aber dann schleichen sich natürlich Fehler ein. Man hört nicht zu, man klatscht einfach rein, fertig. Es soll schließlich alles in den Döner rein, was auch bestellt wurde. Döner mit Käse? Ja. Keine Tomaten? Kalbfleisch, ja. Keine Tomaten bitte. Und Joghurtsoße. Ich nehme so in die Hand. Danke. Und? Ist die Bestellung komplett? Zuhören wäre schon schön. Es fehlt der Käse. Ich habe es extra noch mal gesagt und er fragt auch noch mal. Und trotzdem hat er keinen drauf gemacht. Unglaublich. Essen ist ja nicht nur einfach was rein in den Kopf, sondern Essen soll ja Spaß machen. Ich will ja Genuss haben, aber wenn ich dann schon so scheiße, Entschuldigung, ich weiß, dass ich das Wort nicht benutzen darf, aber wenn ich das so bedient werde, dann ist es einfach nur ganz großer Mist. Zumal der fehlende Käse auch noch berechnet wurde. Also viel ist nicht drin, ne? Die paar Bröckchen Fleisch, schwache Nummer. Probieren wir mal. Geschmacklich ist es okay, also es ist gut gewürzt. Aber da müssen wir auch nichts machen. Das macht ja die Fabrik. So, jetzt mal alles zusammen probieren. 7,50 Euro für einen Döner mit Käse, der in diesem Fall sogar fehlte. Mirko Reh lebt in Frankfurt und weiß, dass der Imbiss in Börsennähe liegt. Da zahlt der Kunde die Lage mit. Ich habe ja jetzt hier vorne richtig von vorne abgebissen, dass man auch mal richtig reingucken kann. Jetzt sieht man ja auch, dass da nicht viel drauf ist. Ja, also mehr Brot als alles andere. Und ich will ja einen Döner und ich will ja kein Brot. Dann gehe ich in eine Bäckerei, wenn ich ein Stück Brot haben will. Ich werde jetzt erstmal mein Leid klagen und ihm das Ding um die Ohren schlagen. Hallo, ich bin Mirko Reh. Ich habe euch getestet. Hallo, ich habe eine Frage. Ich habe hier einmal reingebissen und es ist ja nicht viel drauf. Es ist natürlich jetzt ein bisschen zusammengefallen. Ist es normal, dass ihr so wenig drauf macht? Normal ist nur noch gleich. Aber schau mal. Schau mal. Schau mal. Das siehst du doch, oder? Genau. Ich habe einmal reingebissen. Mehr ist das doch nicht. Das ist so von mir so normale Döner. Ja, okay. Aber das sieht doch ganz anders aus wie das, was du gemacht hast. Aber wenn sie macht, das ist so. Das habe ich nicht gemacht. Siehst du? Das fällt ein bisschen zusammen. Das ist richtig. Aber guck mal, das ist doch nicht das, was du jetzt da drauf machst. Das können Sie auch. Das zeigen ist das, weil das gleiche ist. Ne? Definitiv nein. Egal. Siehst du? Aber nein, es ist nicht das Gleiche. Und ich habe keinen Käse bekommen. Ich hatte mit Käse bestellt. Ach so. Zweimal hast du nachgefragt und ich habe keinen Käse bekommen. Das ist mit Käse, das tut mir leid, dass ich vergessen habe. Ja, aber ihr hört nicht zu. Ihr hört nicht zu. Ja, aber dann jeder Kunde muss ja gleich behandelt werden. Ja, oder? Kann ich das neu für Sie machen? Das ist kein Problem. Nein, ich möchte nicht. Nein, ich möchte ihn einfach zurückgeben und fertig. Danke und tschüss. Einen Moment, ich gebe wieder Geld zurück. So, bitte schön, das 7,50 €. Danke, tschüss. Dass er das Geld zurückbekommt, ist für Mirko Reh kein fairer Zug des Verkäufers, sondern Taktik. Geht gar nicht. Der verarscht mich vor meiner Nase und da macht er extra noch was. Ja, das wäre mehr. Ihr habt's gesehen. Ihr habt das gesehen, dass er nur 3 Brocken da reingemacht hat und dass ich nicht viel probiert habe. Verarschen kann er sich selber und stößt dann noch auf und das Ding ist voll. Boah, da könnte ich aus der Haut fahren. Platz 4. Sittensinn bei Hamburg. Sonntagnachmittag 15 Uhr.
Sebastian Fischer und Jana Strohbach von der Verfügungseinheit Rothenburg kontrollieren heute den Güterverkehr und das Sonntagsfahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen. Wir haben jetzt eine niederländische Fahrzeugkombination Lkw mit Anhänger auf der 1 Richtung Hamburg und der wird am nächsten Parkplatz angehalten kontrolliert. Frische Lebensmittel wie Milchprodukte, Fisch, Fleisch, Gemüse und Obst sind von dem Fahrverbot ausgenommen. Der Fahrer fährt einen Kühlauflieger, ein Hinweis auf verderbliche Ware. Guten Tag. Sie sprechen Deutsch? Ja. Perfekt. Eine Verkehrskontrolle. Ja. Ich hätte von Ihnen gerne einmal die Führerschein, die Fahrzeugpapiere, die Ladepapiere, also CMR. Und die Fahrerkarte möchte ich einen Blick drauf werfen. Einmal gucken, was er drauf hat. Also ich habe gerade schon geguckt, man sieht ja hier die Thermostate auch. Also hier sieht man das 3 Grad eingestellt. Ne? Also schon mal kein Tiefkühl, was schon mal gut ist. Okay. Komm her, nehme ich. Ja. Muss mal gucken, ob beide Fahrzeugscheine drin sind. Ich habe jetzt eben auf der Schnelle nur eingesehen. Die Lizenz, EU-Lizenz, Gemeinschaftslizenz? Döner. Ja, Döner haben wir hier drauf, ne? Jana Strohbach liest die Lenk- und Ruhezeiten aus. Sebastian Fischer klärt mit dem Fahrer die Unstimmigkeiten bei der Ladung. Also es ist so, es sind ja noch so ein paar andere Sachen dabei, ne? Also ist ja relativ viel Fleisch, aber auch, ich sag mal hier diese Schokoladensachen oder der Käse, ne? Hier zum Beispiel, ne? Das ist natürlich alles lange haltbar, ne? Es muss frisch sein zum einen. Ja, alle frisch doch. Ja, ja, aber lange haltbar. Ne? Deswegen, es ist so, das Fleisch ist genehmigungsfrei und dann dürfen Sie 10% andere Ware mitnehmen. So, wir rechnen gleich aus, ob das mehr als 10% sind oder nicht. Wenn es mehr als 10% ist, brauchen Sie eine Genehmigung. Okay? Ja, wir gucken erstmal, vielleicht passt es ja. Ne? Wo, ist alles Hamburg? Ja. Alles in Hamburg, ne? Wenn alle, ja. Okay. Also würde es nicht passen mit den 10%, müssten Sie bis 10 Uhr hier stehen bleiben, dann können Sie weiterfahren. Ne? Ja. Ist jetzt ja nicht mehr so lange, aber dann wäre Pause erstmal. Ne? Ja. Okay, ja, ich gucke mal eben und dann schauen wir weiter. Okay, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ja, also sieht schlecht für ihn aus. Das ist im Prinzip, waren das jetzt seine genehmigungsfreien Waren, also diese Frischfleischartikel. Ungefähr 11,5 Tonnen, 3,3 Tonnen waren jetzt seine Schokoriegel und was er noch so da hatte, der haltbare Käse und so. So, dass wir dann bei 3 Tonnen genehmigungspflichtiger Ware wären, was jetzt von dem Gesamtgewicht ausgehend 22% entspricht. Also ist er da über die 10% drüber. Das ist halt ein Wettbewerbsvorteil, ne? Das ist eine Fahrt mehr. Ende der Reise, ne? Also der muss jetzt halt bis 10 Uhr hier stehen bleiben, weil es ein Verstoß gegen das Sonntagsfahrverbot ist. Ich werde ihm das mal verkünden, nehmt. Okay, darf ich einmal hochkommen? Ich will dir das einmal zeigen. Seit 1956 gibt es das Sonntagsfahrverbot. Es dient der Sonntagsruhe, dem Lärm und dem Umweltschutz. Wann musst du abladen? Ja, das schaffst du doch noch, oder? Ja, das schaffe ich. Ne? Weil bis 10 Uhr sind nur noch 5 Stunden, aber die müsstest du dann hier Pause machen. Ne? Ja. Das ist ein Verstoß gegen dieses Fahrverbot sonntags. Ne? Das Gesetz hat sich in Deutschland aber ein bisschen geändert, dass du dafür keine Strafe bekommst. Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich keine Strafe bekommst, sondern die Rechnung in die Firma geht. Okay. Der Fahrer hat Glück. Er steht nicht unter Zeitdruck. Seine Ware kann er trotz der untersagten Weiterfahrt pünktlich abliefern. Sein Chef kommt weniger glimpflich davon. Es wird jetzt in dem Fall so ein sogenanntes Einziehungsverfahren betrieben. Das bedeutet, der gesamte Transporterlös von dieser Beförderung wird quasi vom Gesetzgeber eingezogen. Also es können dann mal schnell 1.000, 2.000 Euro sein, die da eingezogen werden. Ne? Damit einfach ja, die Firmen merken, dass sich sowas nicht lohnt. Ne? Okay, was ich ja sagte, du bekommst einen Zettel, den hier. Eine Unterschrift bitte. Ja. Dann bis später. Tschüss. Um 22 Uhr bekommt der Mann seine Papiere wieder. Platz 3. Frankfurt am Main.
Koch und Fastfood-Tester Bernd Zehner will den besten Döner Frankfurts finden. Dafür testet er heute verschiedene Döner-Kreationen. Ich bin seit 25 Jahren Profikoch und kümmere mich immer darum, dass ich an die kulinarischen Hotspots komme. Und ich denke, das ist die nötige Expertise, die es voraussetzt, um heute beurteilen zu können, ob es geile Döner sind oder vielleicht nicht so gut. Erste Station ist ein Kebabhaus mitten in der Innenstadt. Der Dönerladen ist ein echter Klassiker in Frankfurt. Ich habe gehört, wir kriegen hier den besten Döner der Stadt. Wirklich erst sagen, bester Gast. Ja. Wie Sie sehen, das ganz frisches Brot vorbereitet. Ja. Spieß sieht aber auch wirklich krass aus. Ja. Schön drei große, dicke Jungs. Ja. Aber das sieht mir auf jeden Fall so aus, als ob ihr das selber macht, oder? Natürlich, wenn man es zeigt, also kann ich gerne zeigen. Ja. Dürfen wir uns das angucken? Ja, bitte kommen Sie mit. Jawohl. Inhaber Ugur gewährt Bernd Zehner einen Einblick hinter die Kulissen. Dort kümmert sich ein Metzgermeister um die Zubereitung der Dönerspieße. Hallo, servus. Hallo. Sein Erfolgsrezept? Selbstgesteckte Spieße aus einzelnen Fleischstücken. Pro Woche stellen Ugur und seine Mitarbeiter zwischen 25 und 30 frische Dönerspieße her. Speziell für unseren Meister. Ja. Extra speziell für die Döner. Und es ist rein Kalbfleisch, oder? Das ist ja. Kalbfleisch. Ja. Toll. Ich sag mal so im Vergleich zu mir, wie schwer ist denn der Junge jetzt so, wenn er fertig ist nachher? Meister, können Sie Ihren Namen? 180. 180? Ungefähr in dem Bereich. Das ist so schwer wie ich? Das ist ganz leichtes Gewürz. Alleine dieser Fleischgeschmack mit ein bisschen Salz, ein bisschen Gewürz, ein bisschen dann einfach diese Fleischaroma rauszulassen. Zu viel Gewürz, zu viel Schnack rein zu machen. Das verliert man diesen Geschmack von dem Fleisch. Die eigene Produktion ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich. Und das ist auf jeden Fall ganz stark. Ja. Komm, lass uns Döner essen gehen. Ja? Mal los. Genauso wichtig wie das Fleisch ist für Profikoch Bernd Zehner das Zusammenspiel der Zutaten und wie der Döner gebaut ist. Ich kann es kaum erwarten, da jetzt reinzubeißen. Das Brot ist außen knusprig, innen weich. Eigentlich genauso, wie man es gerne mag. Rucola ist absolut unüblich, meiner Meinung nach. Und das, was er eben gesagt hat über das Fleisch, sieht man natürlich. Ne? Das sind kleine, feine Streifen. Die Soße sieht toll aus. Dann würde ich einfach mal vorne anfangen. Hm. Also mit dem ersten Biss kann ich schon sagen, tolle Brotqualität. Hm. Super saftig. Er reißt nicht, er tropft nicht. Perfekte Menge Soße, schön crunchy, das Verhältnis von Gemüse zu Salat und auch das Verhältnis Gemüse, Salat und Fleisch passt mir ganz genau. Das Fleisch ist knusprig, trotzdem saftig, aber es ist null fettig. Ne? Was mir direkt aufgefallen ist, du wirst auf jeden Fall nicht von den Gewürzen erschlagen. Hat den vollen Kalbfleischgeschmack und das sind wirklich kleine, schöne Streifchen. Wunderbar. Ist der erste schon der beste Döner der Stadt? Macht's gut, danke, Jungs, ciao. Dankeschön. Die nächste Station auf seiner Liste, ein Imbissbrot auf dem Main, ebenfalls mit ungewöhnlichen Zutaten. Hey, hallo. Hi, Chef. Ich bin mit dem Gedanken hierher gekommen, einen Döner zu essen, ja? Und jetzt sehe ich, da vorne steht auf dem Schild, du machst doch Döner mit Satteln. Das ist verrückt, also ich bin ein verrückter Mensch. Funktioniert. Wie lange bist du denn schon hier mit deinem Kahn? Ich schätze 18 Jahre, glaube ich. 18 Jahre, da drauf erstmal. Meinst du denn, ich soll mal so einen Döner mit Sardelle probieren? Also ich Sardelle, das heißt, haben Sie. Ist bevorzugter Fisch, was wir immer meistens verkaufen. Okay, dann möchte ich das auch haben. Ja. Dürfen wir dann mal reinkommen und zugucken, wie du das machst? Kannst du, bei unserer Küche ist im Ofen, kann ich da mal rein. Sehr gut, dann machen wir das. Ja, hier drin ist ja los, gell? Da hast du deinen Fisch. Ja, guck mal, das sind unsere Sardellen. Die bewegen noch, die leben noch. Die zucken noch, gell? Guck mal, die zucken, die zucken. Die sind schon mariniert. So, das ist Brot. Immer wird getoastet. Ja, das ist wichtig. Brot. Ja, top. Inhaber Ramis Meral bietet den einzigen Fischdöner in ganz Frankfurt an. Das ist eine Portion. Wow. Okay, eine ordentliche Portion. Ja, das ist normal, Standard. Zugegeben, ein Döner ist es nicht ganz. Aber auch hier gilt, Tomate, Salat und Topping dürfen nicht fehlen. Schon fertig.
Dann gehe ich jetzt rüber und dann lass ich mir gut schmecken, ja? Bitteschön. Danke dir. Es schmeckt aktuell wie ein ziemlich gutes Fisch-Sandwich, ne? Im Dönergewand. Hm. Auch hier unten Fisch, Salat, Zwiebeln. Es ist schön strukturiert aufgebaut, sodass du bei jedem Biss von allem ein bisschen was hast. Ein Fastfood-Döner mit Sardellen. Vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Profikoch Bernd Zehner ist im 7. Dönerhimmel. Alle kreativen Variationen haben ihn überzeugt. Platz 2. Stuttgart. Hier kontrollieren Axel Bornemann und Andreas Bunz im Auftrag des Veterinäramts Supermärkte und Restaurants auf deren Sauberkeit. Täglich besuchen sie an die 4 Betriebe. Die erste, sogenannte Lebensmittelüberwachung, führt sie in ein Dönerlokal. Servus. Guten Tag. Axel Bornemann ist mein Name. Ich komme von der Lebensmittelüberwachung. Das ist mein Kollege, der Herr Bunz. Servus. Wir machen heute bei Ihnen eine Kontrolle. Wir würden uns einmal alles anschauen. Sie sind der Bei Chef. Der Überprüfung der mehr als 11.000 Lebensmittelbetriebe in Stuttgart achten die beiden vor allem auf Hygiene. Gut, dann fangen wir gleich hier vorne im Ausgabebereich an. Bei den Grills ist halt immer das Problem, dass sehr viel Fett in der Luft ist. Das schlägt sich dann oben nieder. Und wenn dann zu viel ist, dann läuft es einfach wieder zurück und kann auch auf die Spieße runtertropfen. Und das ist ja unhygienisch, das wollen wir nicht. Aber hier müsste auch mal wieder ein bisschen, da müsste man unbedingt mal wieder sauber machen. Und zwar möglichst heute Nachmittag noch. Okay, letzte Woche habe ich hier was gemacht. Ja, aber. Mache ich heute Abend. Ja. Nee, nicht heute Abend. Dann, wenn wir jetzt gleich hier fertig sind, dann kann gleich einer anfangen. Muss man halt hier aufpassen, dass nichts runter. Aber mit einem trockenen Tuch wenigstens mal abreiben und den Rest richtig putzen, dann heute Abend. Heute Abend. Ja. Überall, wo Dreck ist, vermehren sich Keime. Gelangen diese auf frisch zubereitete Speisen, können sie Krankheiten auslösen. Oh. Wollen Sie einmal schauen? Schauen Sie mal. Da müssen Sie auch sauber machen. Oh je. Oh je. Die Putzfrau, die muss da besser aufpassen. Ja. Doch nicht nur die Bodenhygiene ist kritisch. Wo haben Sie Pinsel gekauft hier? Wo haben Sie den Pinsel gekauft? Das hat dann meine Mitarbeiter gekauft, aber wo weiß ich nicht. Ja, aber das ist ein Malerpinsel. Es gibt für Lebensmittel extra Pinsel, weil die Borsten kommen aus Fernost und da wird Mittel dran gemacht, dass da keine Tiere fressen. Und deswegen. Das tun wir weg, das tun wir weg, das tun wir weg. Gut, 7 Grad sollte die haben. Ja, hier ist es viel zu warm. Das ist alles viel zu warm hier. Jetzt gucken wir mal auf die... Das ist Temperatur, oder? Aber gucken Sie mal, hier zeigt er 20 Grad an. Das ist viel zu warm. Ist der überhaupt an? Ja, das ist der. Wenn man hier sieht, hier ist alles zu mit Mehl. Das ist der Wärmetauscher. Hier geht keine Luft mehr durch. Können Sie bedienen, ja? Also, gerne. Das ist hier gut. Wo ist das Feuer? Wie lange steht das jetzt hier drin? Seit heute Morgen. Also ungefähr 2 Stunden steht das jetzt schon drin? Ja. Nein. Nein. Was? Er nimmt es jetzt raus. Es ist viel, viel, viel zu warm. Egal ob Zwiebel, ob Tomate, ob Soße, die Temperatur, die Sie brauchen, ist 7 Grad Maximum. Sie müssen einen Mann anrufen, der hier guckt, dass Maschine wieder richtig funktioniert. Okay. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Dann mache ich gleich. Okay, dann also die ganzen Mayonnaise-Sachen hier, die machen wir jetzt mal weg. Das ist mir zu gefährlich. Die Ware sollte maximal 7 Grad haben und hat zwischen 20 und 23 Grad. Und das ist mir einfach zu gefährlich, dass da irgendwie nachher jemand krank wird.
den muss er entsorgen. Zu warm gelagerte Lebensmittel sind Brutstätten für Salmonellen. Salmonellen vermehren sich ab einer Temperatur von 8 Grad Celsius. Deshalb müssen tierische Nahrungsmittel, Milchprodukte und Lebensmittel aus rohen Eiern kühl lagern. Daher kontrollieren Axel Bornemann und seine Kollegen Lebensmittel- und Gastronomiebetriebe regelmäßig. Ich erwarte sowieso zweimal oder im Jahr, die kommen, die kontrollieren. Das ist auch gut, dass wir ein bisschen mehr aufpassen können müssen. Das ist alles okay. Der Betreiber hat jetzt einen Tag Zeit, um die größten Hygienemängel zu beseitigen. Platz 1. Jetzt geht es weiter zum nächsten Imbiss mit Döner, der nicht gut im Netz wegkommt. Ich schaue mich natürlich um, gucke, was die machen. Am Ende, es gibt nur zwei Dinge, schmeckt oder schmeckt nicht. Ein guter Döner besteht aus knusprigem Fladenbrot, Fleisch, hausgemachter Joghurtsoße und einem Salat-Zwiebelmix. Hallo. Ich hätte gern einen Döner. Was haben Sie für ein Fleisch? Hähnchen. Okay, Hähnchen, keine Tomaten bitte und Joghurtsoße. Und wenn Sie haben, Feta-Käse. Ja? Ich nehme es auf die Hand. Wichtig für die Bewertung, wie werden die Gerichte zubereitet? Können Sie das nicht frisch abschneiden? Ja. Bitte. Ja, aber das liegt ja da schon längst drin. Vor 10 Minuten. Ja, aber 10 Minuten. Ich will das ja frisch haben. Je länger das vorgeschnittene Fleisch in der Wärmeschale liegt, desto trockener wird es. Deshalb sollte das Fleisch, egal ob Kalb, Pute oder Huhn, immer frisch vom Spieß abgeschnitten sein. Immerhin, der Mann erfüllt Mirko Rees Wunsch ohne Zögern. Danke. Ciao. 6,50 Euro kostet der Döner mit Hähnchen, Salat, Käse und Joghurtsoße. Ich weiß nicht, ob die alle irgendwie so ein Syndrom haben, wenig in die Döner reinzumachen. Früher quoll der über. Heute ist es eher so ein bisschen, naja, so lieblos reingezwängt. Aber wenigstens das, was ich bestellt habe, habe ich auch bekommen. Und wie schmeckt er? Er schmeckt irgendwie komisch. Das Fleisch sieht so ein bisschen glasig aus. Durch ist es. Aber ich könnte es jetzt nicht als Hühnerfleisch identifizieren. Fleisch schmeckt nach nichts. Der Käse schmeckt irgendwie dumpf. Brot schmeckt halt auch, als wenn es ja, gefroren war, aufgebacken ist. Heißt, es schmeckt nicht frisch. Also mir schmeckt der Döner definitiv überhaupt nicht. Deswegen gebe ich ihn jetzt zurück. Mal gucken, wie er reagiert. Zumindest war der Verkäufer freundlich und zuvorkommend. Hallo. Ich bin's nochmal. Ja. Ich habe ja bei Ihnen den Döner bestellt. Ja. Und leider hat er nicht geschmeckt. Also das Fleisch schmeckt nach nichts. Der Käse schmeckt dumpf. Ich weiß es nicht. Es tut mir wirklich leid, aber er schmeckt einfach nicht. Was machen wir jetzt? Gar nichts. Wie gar nichts? Können Sie weitergehen? So, Sie wollen sich nicht der Überhaupt Kritik stellen. Nicht. Können Sie weitergehen? Ich möchte mein Geld zurück. Überhaupt nicht. Selbstverständlich. Ruf die Polizei an. Ich rufe auf. Ich mache Anzeige gegen dir. Kannst du machen? Sie verarschen mich, der Döner schmeckt nicht. Ich wollte Ihnen eine Chance geben, was zu machen. Das ist Döner? Ja, aber das ist ja Ihr Problem. Das ist nein, nicht das mein ist Problem. Hast du ein Problem? Ich habe kein Problem. Der Döner hat nicht geschmeckt. Ich bist du einzig. Ich möchte mein Geld haben. Ich rufe die Polizei an. Ja. Ja, Foto machen und dann hier hat die Dönerhälfte gegessen und dann kommt wieder. Nein, habe ich eben nicht, das stimmt nicht. Ich habe einmal rein. Geben Sie mir doch mal das Telefon, bitte. Ja. Fast eine halbe Stunde ist da. Nein, das stimmt nicht. 10 Minuten. Hat mein Laden komplett zugemacht? Nein, das stimmt auch nicht. Sie lügen, Sie lügen. Okay, ciao. Gut, wunderbar, sehr gut.
Polizei kommt. Was kostet der Döner? Keine Ahnung. Was kostet der Döner? Keine Ahnung, weiß ich nicht. 7 Euro, hier bitte. Nein, ich lasse jetzt die Polizei kommen. Ja, lassen Sie ich lass mich nicht verarschen. Nein, das mache ich nicht. Jetzt bin ich mit Kamera hier. Komm, doch, Scheiße, diese Arbeit macht Euro. Es gab ein bisschen Tumulte. Man hat mir von links und rechts Geld angeboten, damit ich mich schleiche. Aber ich als Koch habe natürlich auch einen gewissen Stolz. Und wenn mich jemand verarscht, dann lasse ich ihn damit auch nicht rauskommen. Dass jetzt die Polizei gekommen ist, das tut mir wirklich sehr, sehr leid, weil das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Die Polizei hat was anderes zu tun, als sich um einen Döner zu kümmern, der 6,50 kostet. Seine Drohung, alle anzeigen zu wollen, hat der Imbissbesitzer nicht wahrgemacht. Die 6,50 Euro bekam Mirko Reh aber auch nicht wieder. Pech gehabt. Mich wird er auf jeden Fall nicht mehr sehen. Also leider war der Frankfurt-Test mit Döner nix, aber auch gar nix.